So, Thema heute Kraft und Masse. Also, wir werden uns aber mit nicht bloß einfach mit Kraft und Masse beschäftigen, sondern es geht um die Messgeräte dazu. Also Messgeräte, womit kann man denn das messen? Da gibt es wesentliche Vorteile und Nachteile bei den verschiedenen Messgeräten. Und wir fangen einfach erstmal mit der Masse an. Die Masse, ich werde öfter mal klein m schreiben, die kann man so messen. Mit Massenvergleich. Massenvergleich bedeutet, ich nehme einfach eine Wippe. Auf einem Drehpunkt habe ich also eine Wippe. Wenn ich hier sowas schraffiere, dann heißt das, dass es fest verankert, also irgendwo. Und lege hier eine Masse drauf. Und lege hier eine Masse drauf. Und wenn die beiden Massen gleich sind und wenn der Abstand, das ist ganz wichtig. Nennen wir den jetzt einfach mal Länge des einen Hebels und Länge des zweiten Hebels. Ne? Die kleine Zahl ist der Index. Wenn die beiden gleich sind und die Massen beide gleich sind, dann ist dieser Balken, diese Wippe, in Waage. Das gleiche Prinzip, ich werde das mal darstellen, das nimmt man auch bei einer Balkenwaage an. Also ich könnte hier ein Lineal nehmen und das auf einen Kugelschreiber legen. Das kann ich gleich mal demonstrieren. Und wenn das Lineal gleich ist, auf beiden Seiten. Ich habe hier ein Holzlineal und das ist gleich auf beiden Seiten. Dann müsste das eigentlich klappen. Wo ist mein Kugelschreiber? Ne, ich nehme einen anderen Stift. Wenn ich genau in der Mitte also meinen Stift hinlege, dann müsste das eigentlich funktionieren. Dann müsste diese Waage auch wirklich als wahrgenommen sein. Übrigens, das habe ich schon mal gemacht. Also hier, das ist damit gemeint. Einfach das. Man kann mit dieser einfachen Einrichtung, die ich hier habe, kann man tatsächlich, wenn der Abstand gleich ist, jetzt müsste man es auch sehen, ich drehe hier ein bisschen, um einen gleichen Abstand hinzukriegen und man sieht, dass diese einfache Wippe, dass die wirklich tatsächlich einen Gleichgewichtszustand herstellt. So, und damit kann man sogar im Milligrammbereich messen, aber wir haben hier noch eine bessere Waage. Diese Waage, die zeige ich mal, dass, naja, hier sind schon Chemikalien drauf gewogen worden. Diese Präzisionswaage, Präzision, weil man sieht hier schon mal einen Zeiger, hoffentlich kriege ich das jetzt scharf, einen Zeiger, der auf kleinste Wackeleien reagiert und der auf kleinste Unterschiede reagiert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen ganz kleinen Papierschnipsel drauf tue, dann ändert sich in ganz geringem Umfang dieser Zeiger und zeigt mir an, dass die Waage eigentlich nicht mehr eine Waage ist. Diese Präzisionswaage, die ist so aufgebaut, deswegen auch in einem Glaskasten, damit kein Windzug dieses Gerät irgendwie durcheinander bringen kann. Den Glaskasten habe ich jetzt offen gelassen, denn wir haben hier keinen Wind. Und ich kann hier an dem Rädchen drehen und setze diese, hier sieht man es, und ich setze diese beiden Waagschalen wieder ab. Und wenn ich das alles richtig austariert habe, tarieren heißt, dass man hier kleine Gewichtchen hat. Hier zum Beispiel sind Rädchen, da kann man das drehen. Das sind Mini-Gewichtchen. Und wenn ich die hin und her drehe, dann ändere ich das Gleichgewicht auf beiden Seiten. Je nachdem, kann ich das also einstellen. Allerlei Dinge. Dann haben wir hier noch eine Libelle. Ich hoffe, die sieht man. Das ist hier hinten dieses Ding. Hier dieses. Da sieht man, ob die Waage auch gerade steht. Wenn sie nämlich nicht gerade steht, ja, dann kann die Waage nicht richtig gerade messen. So, gucken wir uns das mal an dieser Briefwaage an. Nennt sich Briefwaage. Die pendelt jetzt hier. Auch hier habe ich eine Möglichkeit einzustellen und zwar hinten an dem Schräubchen. Ich werde es mal drehen und man sieht schön, wie sich dann, wenn ich drehe, hier auch die Anzeige ändert. Das heißt, auch die muss gerade stehen. Das ist aber ein Hebelsystem. Ich werde es mal kurz demonstrieren. Ein Hebelsystem mit einem Gewichtchen dran. Und dieses Hebelsystem letzten Endes ist auch nichts anderes als letzten Endes ein Hebel, bloß ein bisschen komplizierter aufgebaut, damit man alles auf kleinere Füße stellen kann. Jetzt haben wir hier verschiedene Anzeigen. Hier steht Gramm dran. Ich hoffe, das ist sichtbar. Gramm. Und zwei Skalen. Die eine ist dafür da, um feinere Massen zu wägen, nämlich hier unten die größere Skala. Und wenn ich das Gewicht umklappe, ich mache das mal, wenn ich das Gewicht umklappe, dann kann ich sogar noch andere. Na.
Ich möchte es auch nicht kaputt machen. So. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, im anderen Bereich zu wägen. Hier, schauen wir mal. Jetzt wird sie leichter. Jetzt kann ich also wieder neu austarieren und hier irgendwelche Verstellungen vorführen. Oder ich kann hier oben eine andere Waagschale nehmen und lege dann hier was drauf und so weiter. Irgendwelche Fragen dazu? Ich mache mal kurz Pause. Das war Massevergleich. Also, da ja beide Massen von der Erde angezogen werden, kann ich sagen, ich kann wirklich diese beiden Massen direkt vergleichen bezüglich ihrer Anziehungskraft. Diese Anziehungskraft, ich stelle sie mal blau dar. Oh, der Pfeil war kein Pfeil. Diese Anziehungskräfte, die auf beide wirken, wenn sie beide gleich groß sind, erlauben mir Rückschlüsse auf die Masse. Früher wurden diese Anziehungskräfte, F1 und F2 nenne ich sie mal, wurden die damals, das ist aber alt, das dürfen wir heute nicht mehr verwenden, in Kilopond genommen. Und zwar entsprach ein Kilogramm einem Kilopond Anziehungskraft. Das dürfen wir heute nicht mehr machen. Heute nehmen wir Newton. Also die heutige Einheit für Kräfte ist Newton. Und die Einheit für Kräfte, die wissen wir, ist zum Beispiel Gramm oder Kilogramm. Natürlich auch Tonne, aber im Physikunterricht werden wir mit solchen Dinge nicht arbeiten. Die Einheiten für die Längen, die müssten bekannt sein. Entweder Meter, ich mache mal die Längen jetzt grün, also in Meter oder entsprechende Zentimeter, Millimeter, je nachdem, wie lang die Hebel sind, damit man nicht zu viele Nullen und zu viele Kommastellen hat. Deswegen macht man das dann so. Also, nochmal, das ist Massevergleich. Das bedeutet aber, ich könnte eine Balkenwaage auch auf dem Mond nehmen, obwohl die beiden Massen nur ein Sechstel so stark angezogen werden. Aber da ich ja nur die Kräfte vergleiche, die auf die beiden Massen wirken, die nach unten führen, also Anziehungskräfte vergleiche, geht das. Mache ich das anders? Und jetzt kommen wir zum anderen Beispiel. Ich glaube, das dürfte keine Besonderheit sein, wenn ich jetzt hier einfach eine Feder nehme und ich habe ein kleines Massestückchen und ein großes Massestückchen, dass sich dann hier entsprechend was ändert. Ich filme das nochmal mit. Ich habe hier einfach eine Feder hängen und ich hänge mal ein kleines Massestückchen dran und wir sehen, ja, die Feder, die hat sich etwas gestreckt. Wenn ich jetzt ein großes Massestückchen dranhänge, dann müsste sie sich ja länger strecken. Und diesen Effekt, den nutzt man auch bei einer sogenannten Federwaage. So sieht das aus. Also, jetzt habe ich hier aber keine Federwaage, aber ich könnte eins machen. Ich könnte hier einfach eine Skala daneben stellen und könnte sagen, so viel Zentimeter wie dieses Massestückchen diese Feder nach unten zieht, so viel kann ich dann umrechnen, entspricht dann einer gewissen Kraft. Das macht man einfacher, indem man genormte Federn nimmt und entsprechend genormte Skalen nimmt. Das wäre jetzt hier eine Federwaage. Na, mal ein bisschen weiter weg. Wenn ich diese Federwaage nehme und hänge hier ein Massestückchen dran, dann kann man direkt beobachten und direkt ablesen vor allem. Warte mal, das wird jetzt ein bisschen unübersichtlich sonst. Dann kann man hier direkt ablesen, wie viel Newton diese Kraft, diese Anziehungskraft entspricht. Diese Art, also Achtung, ich hänge das jetzt ran. Und man sieht hier diese Feder hier oben. Die wird länger. Hier, diese Feder. Und diese Feder ist genormt und mit der Skala in Einheit gebracht. Und jetzt haben wir hier, da steht eine 2, wenn man das richtig sieht. Ich mache gleich Pause. Das müssten demzufolge 2 Newton sein. So, jetzt gibt es eine Frage. Diese Federwaagen, die kann man überall dranhängen. Das ist kein Problem. Und ich kann damit auch Rückschlüsse auf die Masse ziehen. Solche Federwagen. Die gehen überall. Ach, ist manchmal ein bisschen kompliziert, wenn ich alles mit links machen soll. So, aber jetzt kommt das Schicke. Beziehungsweise das Ungünstige. Eine Federwaage auf den Mond zu nehmen, hat keinen Sinn. Denn eine Federwaage misst ja die Anziehungskraft in diesem Fall. Und die Anziehungskraft, ja, die ist auf dem Mond geringer. Das heißt, da könnte ich auf dem Mond, müsste ich erst wieder umrechnen, könnte ich die Federwaage nicht direkt einsetzen. Aber ich kann was anderes machen. Und das ist das Schöne an der Federwaage. Ich werde es wieder filmisch darstellen. An einer Federwaage habe ich die Möglichkeit, jetzt habe ich die, na, ich hoffe, man sieht das. Sieht man das?
Ah, jetzt. So, da ist die Federwaage. Ich habe die jetzt waagerecht hingehängt und kann hier dran ziehen. Hier, ich ziehe hier dran. Das heißt, ich kann also Kräfte in jeglicher Richtung messen, ganz egal. Ich kann die Federwaage also auch dafür nehmen, um Kräfte überhaupt zu messen. Aber als Messinstrument ist eine Federwaage nur bedingt einsetzbar. Das heißt, nur auf der Erde kann ich direkt Rückschlüsse ziehen, indem ich nämlich die Newton dann in Gramm oder Kilogramm umrechne. Und das kann ich auf dem Mond also nicht, weil ja die Anziehungskraft da ganz anders ist. Aber wie gesagt, mit so einer Federwaage kann man ganz tolle Sachen machen. Man kann nämlich wirklich Kräfte in jeder Richtung messen. Gut, ich mache mal kurz Pause, damit ich eine Skizze machen kann. Nochmal hier zu meiner Waage hier, zu meiner Balkenwaage, zu der einfachen. Ich hatte die beiden Massestückchen auf ein Lineal. Dann mache ich das mal braun. Hier dieses Lineal, da hatte ich diese Massestückchen draufgelegt und habe gesagt, wenn der Abstand L wie Länge, der eine, deswegen L1 und der andere L2, ich könnte auch LA und LE oder LKuckuck und Wiederhof reinschreiben, das ist egal. Ich muss bloß immer alles einheitlich bezeichnen. Wenn der Abstand gleich ist und die Massen beide gleich sind, werden sie gleich stark angezogen, die Massen, wenn sie beide gleich sind. Und wenn sie beide im gleichen Abstand sind, ja, dann ist diese einfache Waage, nämlich diese Balkenwaage, sagt man auch dazu, ausgeglichen. Dann ist die im Gleichstand. Und damit man das besser unterscheidet, schreibt man solche Indizes ran. Indexe könnte man auch sagen, ist nicht so schön. Also L ist die Länge, der Abstand vom Drehpunkt von hier und dann entsprechend M1, F1. F1 wäre dann die Anziehungskraft, F2 auch die Anziehungskraft, bezogen auf die einzelnen Massestückchen. Und dadurch, dass man das immer nummeriert, weiß man immer, was zu wem gehört und muss nicht immer alles ranschreiben, sondern kann auch mal zum Beispiel L1 oder M1 hier drüben ranschreiben. Machen wir aber in diesem Fall nicht. Noch geht es ja von der Übersichtlichkeit. Zu den Kräften. Aber im Moment, hier gibt es wahrscheinlich noch eine Frage. Also wie gesagt, diese alte Einheit hier, die hieß, ich schreibe mal Kilo, so wie bei Kilogramm. Kilo Pond mit D hinten. Kilo Pond. Aber wie gesagt, darf man nicht mehr nehmen. Kilo Pond ist eine alte Einheit. Ihr werdet es manchmal noch sehen und sagt euch, na sag mal, ich denke, die darf man nicht mehr nehmen. Das machen manche Federhersteller noch. Das ist aber so eine Sache, wie manche älteren Leute noch Pfund sagen. Oder wenn Frauen abgenommen haben, dann sagen sie, ich habe 8 Pfund abgenommen. Das sind zwar nur 4 Kilogramm, hört sich aber besser an. Also das kommt noch von der Geschichte. Kilopond, wie gesagt, wenn dann nur noch bei Federherstellern, die machen das schon immer so und die bleiben dabei. Und man muss eben wissen, dass Kilopond Kilogramm entspricht. Und zwar der Anziehungskraft, die ein Kilogramm erfährt. So. Ich schließe das Video an der Stelle mal kurz ab, denn ich komme jetzt gleich auf das Thema Kraft. Also ab jetzt geht's, nächstes Video geht's weiter. Nächstes Video. Siehe nächstes Video heißt das. So.